Sehen Sie ein Krebsgeschwür, eine Krebszelle, herankultiviert im Laufe der letzten zwei Generationen von Menschenleben. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, nach dem Fall der Mauer wurde hier seitdem nur noch Mais angebaut. Und natürlich Winterweizen über den Winter. Ja, nichtsdestotrotz wird hier jedes Jahr wie bekloppt geflücht. Und im Frühjahr, wenn der Mais noch so jung ist wie jetzt, die größten Pflänzchen sind vielleicht jetzt 2-3 Zentimeter hoch. Und es diese berühmten Sonnentage gibt, wo die Sonne so brezelt und dann mal schöner Wind aufkommt, dann gibt es hier immer saftige Sandstürme. Das trägt natürlich das letzte bisschen Boden ab, der noch einen kleinen, klitzekleinen Tacken Fruchtbarkeit innehat. Und teilweise kommt da hinten schon der Sand zum Vorschein. Denn wie wir ja wissen, unter jeder Vegetationsschicht, unter jedem Mutterboden kommt irgendwann Sand und solider Felsen, aus welchem sich die Pflanzen eigentlich nähren. Und hier wurde jetzt so viele Jahrzehnte geflücht und geackert, dass jetzt endlich mal Sand zum Vorschein kommt. Jo, die nächsten Schritte werden sein. Dass Lehmadern mit nach oben wachsen. Ja, richtig gehört, wachsen. Dadurch, dass hier immer fleißig geflücht wird jedes Jahr und der Acker ca. 2/3 der Zeit im Jahr frei liegt, knallt hier ordentlich die Sonne rauf. Dadurch vergrößert sich die Quantität, es wächst schneller, aber mit geringer Qualität. Und so wächst jetzt der Mutterboden weg und irgendwann haben wir hier eine Sandwüste. Ja, die sie dann vergebens mit dem Klärschlamm düngen können, so viel wie sie wollen. Es wird dann nichts mehr nützen. Der lehmhaltige Sandboden dann wird hier nach ein paar Sonnentagen schön verkrusten und rissig werden. Ja, das steht dem Acker hier bevor. Ich gebe dem allerhöchstens noch 10 Jahre. In spätestens 10 Jahren ist es soweit. Und ja, der etwa 15 Hektar große Acker hier ist ein Paradebeispiel dafür, wie es hier in der Mittelmarch zum größten Teil abgeht. Es sind dumme Bauern unterwegs, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, dumme Bauern, die echt nur das machen, was sie gelernt haben in der Treckerschule, ja, wo es schon falsch gelehrt wurde. Und die werden es auch weiter falsch vermitteln an ihre Kinder. Ja, nun wächst auf der Krebszelle hier ein Mais, der selbst dann schon krebsträchtig ist. Und dieser Mais, ja, wird dann wieder an Viecher verfüttert, Kühe, Schweine.
die dann wiederum den Krebs kriegen, der auf diesem Acker hier vorherrscht. Oh. Und die noch dümmeren Menschen fressen dann diese Kühe und diese Schweine und wundern sich, warum sie mit 40 schon Magenkrebs, Darmkrebs oder irgendeinen anderen Krebs haben, weil sie ja dazu noch, ja, kein Wasser mehr trinken. Und trotzdem noch ein Fitnesscenter gehen, ja, um sich zu ertüchtigen. Und sozusagen im Körper dann so den letzten Rest geben. Mit Überhitzung. Wasser trinken tun die ja nicht. So, ja, und jetzt drehen wir uns mal ein bisschen. Hier sehen wir einen Acker, der ist immer grün. Das ganze Jahr über. Hier wächst immer was. Was das da hinten jetzt ist, weiß ich auch nicht genau. Und hier haben wir den Froschpfuhl. Ja. Der Froschpfuhl hier ist keine 30 Jahre alt und hat sich aus diesem Grund gebildet, weil der dumme Bauer damals zu Kolchose-Zeiten hier einfach aufgehört hat zu flühen, weil ja in der Senke sich immer Wasser angesammelt hat und es immer feucht war. Und die armen Bauern immer mit ihren Traktoren im Schlamm stecken geblieben sind. Hier haben sie einfach drumherum geflücht. Ja, haben das Stück in Ruhe gelassen. Und so sind dann da ganz alleine um diese kleine Feuchtgebiet rum. Ja. Was man da sehen in der Mitte, ist ein kleiner, ja, ein Tümpel, kann man sagen, wo sich halt das Regenwasser sammelt, was hier von die schrägen Landmassen so, ja, da hinten alles sich hier immer sammelt. Ja, da fangen wir an, Bäume zu wachsen. Ja, alle Keime kommen ja irgendwann hin. Und genau die Keime, die hier die besten Konditionen vorfinden, genau, die gehen auf mit Hilfe des Wassers, was sich dort gesammelt hat. Und das sind doch mal zwei Gegensätze, oder Leute? Und in der Mitte führt eine Straße durch. Super, ne? Links seht ihr Schenkenmärch. Und rechts na Trechwitz. Welches ich auch spaßhaft Treckerwitz nenne. Weil da jede zwei Jahre Treckertreffen stattfindet. Ja, der Grund, warum ich jetzt angehalten bin oder angehalten habe und hier mal auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, waren halt wieder ein paar Gedanken, die mir zugeflogen kamen und die kommen mir jedes Mal zugeflogen, wenn ich hier vorbeifahre. Und jedes Mal mache ich es nicht. Und ich habe heute ein bisschen mehr Zeit und ich dachte, jetzt hältst du mal an, jetzt machst du es mal endlich. Ja. 2,5 Jahre fährst du ja schon fast jeden Tag dran vorbei. Und es ist wirklich herrlich. Ja? Beim nächsten Mal nehme ich euch mal mit drin. Und dann gucken wir mal gemeinsam zum Froschpfuhl. Ja, denkt da dann, wie hier im Hochsommer quakt. Das ist megamäßig geil, wenn man hier abends um 22, 23 Uhr sitzt. Jetzt müssten wir so 9:30 haben. Und dann ist ja Froschkonzert. Vor allen Dingen, das hörst du ja denn. Ist nach Trechwitz drin. Und Trechwitz von hier noch 600, 700 Meter. Ja, einfach irre. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch was. Und jetzt abschalten. Tschüss.